Guten Morgen, wir gehen auf die Zielgerade. Montag vor Weihnachten, 18. Dezember. Und heute gibt es noch was Schönes zum Auspacken. Es hat sogar schon Weihnachtspapiercharakter hier. Also es geht ganz stark auf Weihnachten zu. Da freue ich mich sehr. Und, willst du erst reingucken und dann gucke ich? Hier, da, guck. Kannst du es erkennen? Nee, ne? Eingefleischte wissen, was es ist. Ja, es ist ein neuer Artikel bei uns aus dem Kalender. Ach, aus dem Kalender, sehr schön. Hier siehst du, Adventskalender und schon mich Kalender fixiert. Aus dem Katalog. Noch was drin? Wir wollen hier ja nichts übersehen. So. Und zwar ist das Klebefolie. Die ziehst du an einer Seite ab. Peel hier, ne? Kannst du hier an einer Seite abziehen. Dann klebst du die auf deinen Cardstock drauf. Dann legst du ein Frame-Lid oder ein Edge-Lid oder ein Thin-Lid auf deinen Cardstock. Nudelst das Ganze durch. Und hinterher klebt dann das ganze Ding. Wenn du dir vorstellst, so filigrane Muster. Was haben wir denn hier, was wir dir mal zeigen könnten? Warte mal hier. Hier zum Beispiel. Man hat ja immer was an Bord, ne? Guck mal. Hier. Normalerweise mache ich hier hinten. Früher habe ich da ein einfach ein Dimensional halbiert oder sogar geviertelt. Seit wir unsere Mini-Dimensionals haben, klebe ich das direkt. So, und dann dehne ich noch so ein bisschen die Flügelchen hoch. So, sehr schön. Und dann kann er halt kleben. So. Wenn ich jetzt aber irgendwie ein Projekt verschicken möchte, dann kann er ja nicht so. Dann müsste er platt. So, und vielleicht gibt es dann mal irgendwann die Gelegenheit, dass man alles so aufkleben muss, wie es ist, ohne dass die Flügel hochstehen, ohne alles. Und dafür zum Beispiel wäre das geeignet, denn bevor man das hier alles mit Tombow eingeschmiert hat, hat man wahrscheinlich auch die Hälfte schon auf der anderen Seite auf dem Projekt. Das ist nicht schön. Da könnte man also das hier drauflegen, durchnudeln und hinterher die zweite Seite von diesem, ja quasi überdimensionalen doppelseitigen Klebeband abziehen und dann klebt der ganze Schmetterling und man kann ihn so aufs Projekt setzen. Sehr schön. Gut hilfreich. Tolles Zeug. Freue mich sehr. Ich sage vielen Dank und bis morgen.